Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 23. Sitzung des Landtages und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Zur heutigen Sitzung darf ich ganz herzlich den Vorsitzenden des Landesverbandes Saarwaldschutz e.V., Herrn Staatssekretär AD Klaus Borger, sowie eine Besuchergruppe mit Auszubildenden, Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter und Praktikanten des Landkreises Merzig-Watern unter Leitung von Frau Julia Wiest begrüßen. Seien Sie uns alle herzlich willkommen hier im Hohen Hause. Aufgrund der Teilnahme an der Kultusministerkonferenz ist Herr Minister Jakob von Weizsäcker für den Nachmittag entschuldigt. Und Herr Minister Dr. Jung ist für den heutigen Vormittag aufgrund einer Dienstreise entschuldigt. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag des Saarlandes für heute 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Die CDU-Landtagsfraktion hat mit Schreiben vom 12. März 2024 die Durchführung einer aktuellen Aussprache gemäß § 57 der Geschäftsordnung zu dem Thema aktuelle Krise der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz durch unprofessionelles Agieren der Kultusministerin sowie der Stiftungsvorständin. Was sind die genauen Umstände der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Stiftungsvorständin beantragt? Es wird vorgeschlagen, die aktuelle Aussprache vor Tagesordnungspunkt 1 durchzuführen. Erhebt sich hiergegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Zu Tagesordnungspunkt 10, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Kommunen unterstützen beim Kampf gegen illegalen Müll, Videoüberwachung von Containerstellplätzen und Wertstoffhöfen ermöglichen, Drucksache 17/835, hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/846 den Antrag betreffend illegaler Müllentsorgung den Kampfansagen eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/846 als Punkt 18 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/846 als Punkt 18 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 10 in einem ganzen Redezeitmodul beraten wird. Für die übrigen Tagesordnungspunkte haben sich die Mitglieder des erweiterten Präsidiums im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache auf Folgendes verständigt. Die Tagesordnungspunkte 1, 2 und 3 werden gemeinsam in einem anderthalbfachen Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 4 und 5 werden jeweils in einem halben Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 9 und 11 bis 16 werden jeweils in einem ganzen Redezeitmodul beraten. Zu den übrigen Tagesordnungspunkten findet keine Aussprache statt. Wer dafür ist, dass wir so verfahren, den bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann verfahren wir so. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir heute Morgen in die Tagesordnung dann auch eintreten, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie heute Morgen an Ihren Plätzen ein kleines Vergissmeinnicht im Topf sowie ein Putzel vorfinden, das Ihnen beides dankenswerterweise von dem Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, Dr. Magnus Jung, zur Verfügung gestellt wird. Unter dem Motto Demenz geht uns alle an, wird 2024 zum sechsten Mal in Folge ein Vergissmeinnicht als Symbol gegen das Vergessen an öffentlichen Plätzen in den Landkreisen, im Regionalverband und in den Kommunen gepflanzt. Koordiniert wird diese Aktion, die einmalig in Deutschland ist, im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Frauen und Gesundheit, dort von der Landesfachstelle Demenz, deren Vorsitz Vizepräsidentin Dagmar Heib innehat, in Zusammenarbeit mit den lokalen Allianzen in allen Landkreisen. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, dieser
dieses leider doch oftmals noch ein tabubehaftetes Thema in das Bewusstsein unserer Gesellschaft zu bringen. Und dieses Jahr finden Sie im Vergleich zum vergangenen Jahr auf Ihren Plätzen nicht nur die schöne Vergissmeinnicht-Pflanze im Topf, sondern auch ein farbenfrohes Puzzle. Studien belegen, Puzzles ist ein großartiges Training für das Gehirn und aktiviert das Kurzzeitgedächtnis sowie die Konzentrationsfähigkeit. Und mit dem neuen Puzzle-Motiv soll das Thema Demenz nun auf eine neue Art in die Öffentlichkeit gebracht werden. Eine Demenz kann das Leben von Erkrankten und ihren Angehörigen in den Grundfesten erschüttern. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es auch unsere Aufgabe, die Betroffenen als Teil der Gesellschaft zu verstehen, ihnen Teilhabe zu ermöglichen und auch gute Versorgungsangebote zu machen. Mit diesem Sinne oder in diesem Sinne arbeiten wir gerne im Interesse der betroffenen Menschen gemeinsam auch weiter. Mit dem Vergissmeinnicht im Topf und dem Puzzle werden die Abgeordneten heute Morgen auch gebeten, sofern sie das nicht eh schon tun und da auch nicht in diesem Bereich schon tätig sind, auch für dieses wichtige Thema gerne auch zu sensibilisieren. Vielen Dank dafür, auch nochmal an den Herrn Minister. Wir werden dann später nochmal persönlich uns bei ihm bedanken.